Zeven in Niedersachsen. Michael Henne und Gieske Tietjen kontrollieren die Geschwindigkeiten in einer kürzlich eingerichteten 30er-Zone. Hallo. Hallo. Die Polizei aus Zeven mit einer Verkehrskontrolle. Okay. Ich hätte gern einmal Führerschein und Fahrzeugschein von Ihnen. Entschuldigung, sprechen Sie Englisch? Yes, a little bit. Okay. 100 in this way. Yeah. Our police, there's a police car messing your KMH. You're too fast. Oh. Yes. There's 30 KMH. Yeah. And you are 47. Oh. It's a little bit too much. Okay. Yeah. Yeah. And now we need your documents okay. And yeah. Are you living here in Germany? Yeah. In okay, Hamburg. In Hamburg. Yeah. Okay. So here's my driving license. Yes. It's from UK. Yeah. Okay. You want my passport? Yes, your passport, please. And you have the opportunity to pay it here. It's 35 euros. You can pay with a card. With, okay. Yeah? Yeah. You want it? Right now? Right now, yeah. Okay, yeah, let's do that then. But first your passport and paper of documents of the car. Es gibt die Möglichkeit, die Ordnungswidrigkeit, wenn sie zugegeben wird, dass man sie direkt hier vor Ort zahlt mit EC-Karte. Dafür haben wir das Gerät hier. Dann kann das Verwarngeld bis zu einer Höhe von 35 Euro gleich hier bezahlt werden. Und dann müssen wir es nicht extra zur Bußgeldstelle schicken. Dann hat sich das gleich erledigt. Okay. Then we need your card. You can push it here. Okay. And your PIN code. Der Mann ist entspannt und bezahlt die Strafe direkt vor Ort. Somit erspart er sich die Bearbeitungsgebühr der Bußgeldstelle. Und gegen die Fernsehaufnahmen hat er auch nichts. Okay, this is for you. Thank you. You can see 35 euros, yeah. Okay? And for the next time. So how fast was I going? 13. I was going, no, how fast was I going? 42? 47. Oh, okay. 17 too much. Okay. And that's okay. Back for you. Thank you. And have a nice day. You see the sign? No. That's it. Honest mistake. Die 30er-Zone befindet sich vor einer Grundschule. Janis Müller und Christian Hobbs haben bereits den nächsten Temposünder. Ja, die sind da, die haben uns schon. Hier, der letzte. Jetzt haben wir tatsächlich gerade noch einen. Jetzt kommen hier zwei Pkw und danach kommt noch ein dritter. Der dritte ist es. Das ist ein grauer Skoda. Wieder ein Hamburger. Komm weiter. Wie schnell war der? Ja. 52 gemessen, dementsprechend 49 vorwerfbar. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir führen hier eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Mit der Laserpistole. Ich weiß nicht, ob Sie den Wagen eben erkannt haben. Habe ich gar nichts erkannt. Ich okay. Bei meinem Monatslohn. Wir überprüfen da die Geschwindigkeit in der 30er-Zone. Ja, Sie waren etwas zu schnell. Ja. Wir überprüfen da die Geschwindigkeit in der 30er-Zone. Und man hat sie mit 52 gemessen. 52? Groß, ja. Großzügig wie wir sind, ziehen wir drei ab. Bleiben noch 49 über. Das heißt 19 km/h zu schnell. 35 Euro. Ah, das schaffe ich locker. Habe ich gerade Gehaltserhöhung. Haben Sie gekriegt? Ja, klar. 400 Euro. Ja. Herr, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Soll ich bezahlen? Sofort die, bezahlen? Ich will, lassen Sie mich mal kurz ausreden. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Die sind Betroffener der Ordnungswidrigkeit.
Sie können die Verwarnung in Höhe von 35 Euro, die ich Ihnen jetzt anbiete, ablehnen. Sie sagen, wenn Sie sagen, ja, ich gebe den Verstoß zu, ist das in Ordnung? Da können Sie das sogar hier gleich per EC Cash bezahlen. Wo ist die Kamera? Ich gestehe. Ja? Ja, klar. Sie geben das zu, ich hole das EC Cash-Gerät, 35 Euro. Ja, ich hole das mal eben her. Kleinen Moment mal eben. Bei den vorgeschriebenen 30 Kilometern pro Stunde beträgt der Bremsweg 9 Meter. Der Mann war mit 52 Kilometern pro Stunde unterwegs. Dadurch erhöht sich der Bremsweg auf mehr als 25 Meter. So, mal sehen, was da geht mit Ihrer Karte. Bin gespannt. Ich auch. So, einmal hier Ihre PIN eingeben und OK drücken. So. Herr, wir stehen hier nicht umsonst, ne? Das ist, wie gesagt, eine 30 km/h Zone hier. Und das weiß ich. Das wissen Sie auch noch. Ja, das ist ja eigentlich schlimm. Das ist ja auch. Ich war mit Gedanken ganz woanders. Ja, okay. Kommen Sie von hier? Mal sehen. Nein, ich bin aus Hamburg. Ja. Wieder, das ist eine 30 km/h Zone hier. Die ist auch wirklich nur von 7 bis 16 Uhr, genau, weil eben die Schule da ist. Und da soll man doch irgendwie mit besonderer Vorsicht auch irgendwie ein bisschen fahren, weil da laufen kleine, große Kinder, mittlere Kinder. Und normalerweise fahre ich sehr vorsichtig. Ja. Wie gesagt, denken Sie daran. Ja. Aus diesem Grunde machen wir so eine Kontrollen, damit das einigermaßen eingehalten wird. Ja? Okay, dann kriegen Sie auch noch mal was von mir hier. Ich war mit Gedanken ganz woanders. So, der ist für Sie. Hängen Sie sich den hier irgendwie. Meine Karte. Die kriegen Sie auch wieder. Nicht wirklich. Ich fahre täglich 500-600 Kilometer. Ich weiß. Ich bin ein Profi. Naja, Profi hin oder her. Man diskutiert. Wenn Sie die Geschwindigkeit einhalten, ist besser. Schont den Geldbeutel. Ist sicherer für alle Beteiligten. Denken Sie daran, ja? Immer daran. Und ich diskutiere. So alles klar. Bezahlen. Fertig. Okay, trotzdem ein bisschen langsamer, schont den Geldbeutel und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Alles klar. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Und bleiben Sie gesund, alle. Wir auch. Es geht um die Sicherheit der ganzen Schüler. Die Eltern waren es ja letztendlich, der ganzen Schüler, die sich mal irgendwo hier beschwert haben und gemeldet haben, hier wird zu schnell gefahren. Ja, und jetzt wurde Abhilfe geschaffen für diesen Bereich. Ja, und dann hält man sich nicht mal richtig dran. Ist eigentlich schade, nicht? Aber die gibt es immer wieder.